So, liebe Leute, wir sind zurück. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg in die Dark Zone, Flo und ich, und gucken mal, was da so Sache ist. Interessiert mich jetzt. Bist du draußen, Flo? Irgendwo? Ich habe mich kurz zu einem Safehouse geportet. Okay. Da war noch ein Nebeneinsatz abzugeben. So, jetzt pass mal auf. Die Dark Zone ist ja ganz östlich vom Startgebiet. Porte dich doch mal an den östlichsten Punkt, den du einnehmen kannst. Also wenn du ganz nach rechts mit deinem Cursor über die Karte gehst, irgendwann kommt der rote Bereich, das ist die Dark Zone. Genau. Die ist aufgeteilt in Levels. Ganz im Süden ist der Low-Bereich, Stufe 10 bis 12. Ja. Aber wie wir vorhin ja schon rausgefunden haben, die Stufen sind gar nicht so aussagekräftig, sondern das ist das Skill genau, richtig. Entscheidende. So, ich kann mich jetzt fast bis vors Tor porten. Du kommst dann halt einfach nach. So. Solltest mich dann aber auf der Karte ja sehen. Aber das, ich sehe gerade die OP-Basis, die ist nur zwei Blocks weg, also. Ach ja, genau, du bist ja hier. Wie porte ich mich denn, sag mal? Bei jeder Mission, die du schon gemacht hast, oder Safehouse, gehst auf der Karte drüber und dann wird angezeigt per Viereck Blitzreise. Ach ja, okay, stimmt. Aber ich glaube, ich muss laufen, weil so weit bin ich. Das kann sein. Was sind das für Levelbereich? 5 bis 9. Ich denke mal, da wird jetzt dann dein nächster U-Bahn-Leichenhalle werden, zum Beispiel. U-Bahn-Leichenhalle, lass mich kurz schauen. Mindestens empfohlene Stufe 6. Gut möglich, dass das deine nächste Mission dann wird. Ach nee, hier habe ich ein Safehouse, warte mal. Ja, Wegpunkt lass gesperrt. Lexington Center. Nebenmission. Broadway Warenhaus. Sag mal, wo ist denn das? Safehouse, Nebeneinsatz. Broadway Warenhaus und dann etwas weiter südlich. Broadway Warenhaus. Okay, warte mal, ich hab hier. Bevor du dich zum Broadway Warenhaus teleportierst, kann ich aber gleich laufen, also. Naja, ich glaube, ich laufe auch die. Ja, das sind zwei Blocks da. Die paar Meter. Genau. Ich sehe dich auf der Karte, da laufe ich dir einfach mal in deine Richtung. Oh, das sind böse Buben. Ja, das sind jetzt so alles Level 9er. Ja, Vorsicht. Aha, warte mal. Ja, ich kann doch Blitzreise zu dir machen. Ach ja. Oh, da ist noch mal einer. So, aber jetzt. Was Grünes. So. Jedes Mal auf der Karte. Also die Dark Zone, das ist keine richtige Mission. Ich glaube ab Level 8, wenn man dann eine bestimmte Mission abschließt, dann wird einem die Dark Zone vorgestellt. Ah, okay. Ja, mal so zum Auschecken ist es jetzt mal gar nicht schlecht. Ja, also da sind auch immer welche unter. Also die das ist Level. Ah, das sind schon wieder welche. Gut, du merkst schon, Level 9, du wirst wahrscheinlich gar nicht bis dahin kommen. Nee, wahrscheinlich nicht. Er hat aber was für mich. Haha. Oder auch nicht. Dann schauen wir mal, dass wir da reinkommen.
Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir noch das LMI noch irgendwie sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen. Das ist das Zeug, das sie brauchen. Okay. Ja gut, hier ist der Darkzone Händler, also da kann man mit spezieller Währung einkaufen. Der, nicht, den Darkzone Credits eben, die gibt es da drin zuhauf. Sollte man auch immer ausgeben, weil jedes Mal, wenn man da drin stirbt, verliert man Credits. Okay. Und da gibt es halt wirklich, deswegen, ich rüste mich da drin gerade immer aus. Also auch die Erweiterungen, die sind viel besser wie das, was man draußen bekommt. Und man kann das auch echt solo gut spielen, weil, wie gesagt, es gibt immer ein paar, die wollen einem ans Leder, aber eigentlich sind die Leute da drin selber beschäftigt. Backup aktiviert. System Neukode. Nicht möglich. Backup aktiviert. System Neukode. Also die Gefahr sind jetzt nicht die anderen Spieler, sondern die NPC-Gegner. Vorsicht. So, jetzt gehen wir mal zum ersten Abholbereich. Da werden sich dann auch die meisten Leute tümmeln. Spieler, die abtrünnig geworden sind, die sind rot. Ah, okay. Und das sind dann die andere Spieler genau platt gemacht haben, ne? Die Schüsse sind jetzt auch Level 12 Gegner, also die hauen ziemlich rein. Wow, ja! Ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Scheiße, ey, ein Schuss und schon platt. Krass. So, hier siehst du jetzt, da hat einer einen Hubschrauber geholt, der kommt in 43 Sekunden. Das Loot hier drin ist natürlich super, aber alles, was man aufsammelt, gehört einem nicht. Man muss das erst per Hubschrauber abholen lassen. Ah. Und okay. Das ist eigentlich so ein bisschen der ganze Gag. Man muss natürlich den Punkt beschützen und abtrünnig sein bedeutet halt, es den anderen auch zu klauen. Ah ja, okay. So, der wird jetzt ohne mich auch sterben. Helfen wir denen mal ein bisschen. Ach, wir sind so gut. Aua, aua, aua. Beginnen Ladungsaufnahme. Ladungsaufnahme erfolgt. Ist ja sehr geil gemacht. So, und das dauert jetzt auch 30 Sekunden, muss man jetzt den Ort noch beschützen. Ah, da haben sie jetzt, die haben sich da richtig eingenistet. Du solltest jetzt auch schon ein paar Credits auf dem Konto haben. Ja. Oben hast du jetzt die neue Levelanzeige. Das ist dein Dark Zone Level da. Ah ja, okay, cool. So, jetzt schau mal, da hinten ist schon erste Loot. Also bei mir wird einer angezeigt, ich denke bei dir auch. Ja. Man kann das dann, also wir kriegen hier auch Tech-Punkte für unseren Flügel. Ah ja, das ist ja cool. Wenn du stirbst, fangst du wieder von vorne an, aber dein Loot bleibt erstmal liegen. Du hast die Möglichkeit, das wieder aufzuheben, wenn es kein anderer Spieler dir klaut. Ah ja, okay. Okay, gut, wir können da jetzt mal... Warte, ich heile dich mal. Oder hast du selber Heilung auch? Ja. Wir können da jetzt mal um die Ecke gucken. Hinten auf deinem Rucksack ist ganz unten, bei mir steht da jetzt 2 von 8. Man kann maximal 8 Teile aufsammeln. Ja, bei mir sind 6. Okay, und ich habe schon was in meiner Basis mir ausgebaut für die Dark Zone ein bisschen. Ah, da hat jemand anderen getötet. Steht unten links am Bildschirm. Es gibt auch wirkliche Spezialgegner. Also lila sind hier, glaube ich, alle. Und dann gibt es halt noch gelbe extra. Je tiefer man hier in die Dark Zone geht, desto besser werden auch die Gegner. Ja, da vorne ist einer. Aber hinter uns wird was angezeigt irgendwie. Ich habe nur vorne geradeaus bei mir. Ja,
Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen die Gruppe einfach mal. Ja. Stell da mal ein Geschütz in die Mitte. Dann versuchen wir die mal platt zu machen. Boah, ich bin schon Rang 3, das geht ja hier flott. Das geht erstmal wirklich schnell. Also ab Rang 10 kann man sich wirklich tolle Sachen kaufen. Hat man auch sehr schnell zusammen. So, einer ist noch da. Und dann können wir schon ein bisschen Loot einsammeln und dann können wir schon unseren ersten Hubschrauber holen. Dann bekommst du auch gleich deine erste Trophy, dass du was aus der Dark Zone geborgen hast. Ja, die verstecken sich da jetzt natürlich ganz ungünstig. Was ich definitiv brauche, sind bessere Waffen. Ja, aber vielleicht nach einem kurzen Ausflug hast du dann schon was Besseres dran. Weil also auch die Level 12 Gegner, ich kann die jetzt mit meinen Waffen echt super machen. Wie gesagt, gerade das Scharfschützengewehr ein bisschen auf den Kopf. Und dann liegen die auch. So. Okay, dann gehen wir mal Loot einsammeln. Das macht ja echt fett Laune. Also. Ja, deswegen, ich habe mich da jetzt echt ein bisschen, also taugt mir fast mehr wie die Missionen. Vor allem auch die Gefahr der anderen Mitspieler. Ne? Also wie gesagt, die sind eigentlich schon brav, weil hier brennt dann wirklich manchmal die Luft. Ja. War jetzt noch eine harmlose Gruppe mit der... Oh, ist da welche? Oder sind das andere Spieler? Das sind andere Spieler. Ja, okay. Die lassen wir mal ziehen. Natürlich macht es auch manchmal Spaß, einfach einem in den Rücken zu schießen. Und je mehr man das macht, desto höher wird das Abtrünnigkeitslevel. Ja. Und dann jagen einen natürlich alle, dann ab einer bestimmten Stufe wird man auch angezeigt. Und dann können die Kopfgeld gewinnen, plus den Loot, den du natürlich hast. Wenn du die Zeit überlebst, bekommst du das Kopfgeld. Ah, ey, es ist aber, ich meine, das ist aber wirklich cool gemacht, sonst könntest du, glaube ich, sowas wie hier die Dark Zone gar nicht umsetzen, ne? So, ich schieße jetzt hier mal. So. Also der ist jetzt zum Beispiel auch allein neben uns, der wird sich natürlich überlegen, ob er uns angreift. Guten Level 14er. Also gut, ich denke, meine Rüstung ist jetzt auch schon so gut, ich müsste jetzt schon langsam in die nächste Dark Zone gehen, aber ja, man will es ja nicht übertreiben. Richtig. Acht Dark Zones gibt es insgesamt und na, das ist auch ein menschlicher. Kriegt man auch, wenn man anvisiert, nicht feindseliger Gen steht da, also. Ah, okay. Im Grunde läuft es ja so, die Menschheit ist am Arsch und da wäre es ja schwachsinnig, wenn sie hier alle über den Haufen heuzen würden. Deswegen heißt es ja dann auch, man wird abtrünnig, also. Ja, ja. Die schauen sich wahrscheinlich an und denken, wie hat sich der Level 6er hier verirrt? Ja, wahrscheinlich. Oh, jetzt wird es langsam rot, jetzt kommen sie. Und jetzt werden wir wahrscheinlich da auch zusammen helfen, dass wir das gemeinsam überleben. Ja. Wow, shit. Wo kam der denn her? Neben dir. Ja, ich hab... Oh, oh, oh. Böse, böse, böse. Boah, Alter. Shit. Oh. Fuck. Moment, ich bin hier gerade selber. Ja, ja, kein Stress, ich bin eh hin. Ich muss neu starten. Checkpoint. Wo bist du? Okay. Oh, krass. Du hättest jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Nein. Schaffst du es oder ist ein Gegner auf dem Weg? Moment, ich gehe gerade raus. Du musst frei sein. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Okay, ich bin hier an der Ecke. Dein Loot ist noch da. Okay, sehr gut. Ach du, nach rechts kommt einer. Moment, ich gebe dir Deckung. Wo ist er? Ja, der ist glaube ich... Ah, hier, okay. Hol hier mal deine Ausrüstung, jawohl. Okay, hast du es wieder bekommen.
Sehr gut. Da rechts ist noch was. So. Ja, du merkst ja, also gut, Rang 6 ist schon ja, etwas, ja. Ich glaube, ich berg jetzt auch erstmal meinen Kram, oder? Ja, stell dich, also du müsstest dich dann irgendwo in diesem, auf der Karte ist dieser Rang, du musst es auch nicht in die Mitte machen, also du kannst es auch hier in einem LKW verstecken, ist okay. Manchmal auch sinnvoller, als da mitten rein. Irgendwo in diesem orangenen Bereich. Ah, ich müsste es vielleicht auch nochmal halten. Genau. Dann versuchen wir das nochmal. Ich hab selber noch vier Teile. Ich hab selber noch. Wie ist es, dass die Typen auch von hinten kommen, ey? Ja, ja. Und das ist jetzt halt die erste Ecke. Also man kann auch da in das Zentrum mal gehen. Da kommen dann schon auch heftigere Brocken. Ja. Hier liegt doch immer überall Dark Zone Währung rum. Also irgendwo hier ist der Feind. Ja, rechts. Ich sehe sie bloß noch. Hinter uns? Keine Ahnung, zeigt so viel Rot auf der Karte gerade an. Ja, ja, ja. Wo sind die denn? Na gut, kann schon sein, dass die irgendwo zwischen den Autos hocken und sich gar nicht für uns interessieren. Ah ja, da kommt ein Hubschrauber. Okay, jetzt eben hingehen und dann auf Viereck drücken, da klingst du deine Ware dann ein. Ah ja, cool. Und dann gut möglich, dass ein paar Gegner kommen. Ja, ja, sehr geil. Ah, da vorne kann ich im Nebel welche erkennen, aber gut, das... Okay. Die Ladung ist gesichert. Abholung gesichert. Abholung abgeschlossen. Sehr okay, schön. Hier sind inzwischen auch ein paar Gegner. Ja, ich sehe gerade. Oh, ich hänge. Ich sehe es. Ja gut, dann machen wir... Ah, warum... Wo werden denn da überall welche angezeigt? Also ja, holzen wir die einfach mal nieder, oder? Da vorne links steht einer auf jeden Fall. Schau mal in Geschütz rein und dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Gut. Aua! Also von links kommen welche. Ja. Ah, Vorsicht vor Scharfschützen. Das kriegt man kurz, wenn so ein helles Licht leuchtet. Ja. Oh, der hat mir wehgetan. Ah, ja, genau. Da hinten der. Ja. Wow, fuck, da kommt einer. Shit. Moment. Bist du schon ganz hin, oder? Ja, ich glaube, ich muss neu starten. Ah, schade. Ja, schau mal, ob du wieder kommen kannst. Bei mir liegt da sogar blauer Loot jetzt. Ja, ich kann wieder kommen. Ich starte jetzt wieder vorne. Oh, zwei Scharfschützen. Üble Geschichte. Hm, ein Scharfschütze. Oh ja, dann kommt da auf einmal einer von hinten. Ja, leck mich doch am Arsch. Boah, Gefahr. Ja,
Gott, das gibt's doch nicht. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ein Schuss, ey. Lebst du noch? Warte, ich bin bei dir. Oh. Hoffentlich klappt das jetzt. Da ist direkt einer, hau ab. Scheiße, es geht dann ab. Krass. Das sind sogar noch mehrere. Oh ja, das wird jetzt schwierig. Uiuiui. Wow. Wo bist du? Ach, du lebst noch. Okay, sehr schön. Ja. Ist bei dir auch blauer Loot in der Mitte? Nö. Bei mir ist nur normal. Okay. Ich fahre jetzt mal in die Bergung an, weil ich habe auch gar keine Munition mehr. Hab zwar jetzt einen Teil aufgesammelt, aber da hinten liegt noch was. Ich weiß nicht, ob für dich auch. So. Das alles haben soweit. Achtung, rechts kommen wieder welche. Boah. Ach je. Ah, shit. Du kannst dich nicht selber heilen, oder? Nee. Okay, hat auf jeden Fall, noch ein paar Level ab und dann läuft es, glaube ich, in der Dark Zone besser. Hier auch mal auffüllen. Ja, okay, das war es jetzt für mich auch. Dieses Zeug finden Sie nicht an der Basis? Ja, halb so wild, nur einen Teil im Rucksack. Ja, ich habe jetzt 125 Credits verloren und 300 Erfahrungspunkte, also. Okay. Hält sich in Grenzen. Ja, und es geht da ein paar Blocks, die Dark Zone, und dann gibt es auf der anderen Seite nochmal einen Eingang und ich dann geht es auch in einen ganz anderen Stadtteil. Da kommt man dann ab Level 20 wohl hin. Also wenn man sich, kann man sich ja alles angucken auf der Karte. Okay. Aber so funktioniert das, ja. Ja, und wenn da mal, oh, gut, ich denke, die meisten Spieler sind schon ein paar Dark Zones höher inzwischen. Aber das taugt dann schon, wenn da auch viele sind und man ist dann Vierergruppen. Deswegen, das funktioniert dann eigentlich auch ohne, also auch mit Fremden ganz gut. Ja. Okidok. Dann lassen wir es mal für heute gut sein, dann werde ich auch mal schauen, dass ich noch... Ja, genau, ich werde noch so ein bisschen vor mich hinleveln und dann... Ja, ich mache meine nächste Story-Mission mal weiter. Würde sagen, demnächst mal wieder zusammen. Gerne, auf jeden Fall. Funktioniert ja jetzt mit dem Headset so auch ganz gut. Genau, richtig. Dann würde ich sagen, wir lesen uns im Forum. Aber immer doch. Und den Leuten sage ich ciao, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Euer Kalle, ciao. Tschüss.